Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Immortals Phoenix Rising. Weiter geht's in den Schmiedelanden. Bevor wir jetzt Richtung Marker laufen, hole ich noch fix das Ambrosia da oben. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir das letzte Mal vergessen haben. Bin ich voll dran vorbeigelaufen. Da oben. Ach so, hier sind noch Gegner, okay. Ja, wobei zwei Gorgonen und ein so ein Viech. Was ist das? Eine Chimäre, glaube ich, ne? Das Chimären? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten nicht so hundertprozentig aus. Schön. Und das war's schon. Ja, gar kein so schwerer Kampf. Also ich muss unbedingt mal nachschauen, wie die Viecher heißen. Wie schon gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ach, da unten ist noch mehr Ambrosia, sehe ich gerade. Ach, im Augenwinkel sehe ich schon wieder was. Und da vorne leuchtet noch was. Ach, dann gehen wir da auch noch kurz hin. Es ist aber auch wirklich schwer, sich in diesem Spiel unter Kontrolle zu halten. Nicht überall hinzulatschen. Weil man halt die ganze Zeit was sieht. Übrigens auch sehr, sehr schön hier vorne. Jo, da vorne an der Ecke ist noch Ambrosia. Ich muss sogar gar nicht dafür kämpfen. Also, ich glaube, ich kann mir das einfach so schnappen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. 7 Stück haben wir. Wir könnten theoretisch unsere HP-Leiste jetzt auch erweitern. Wenn wir es denn wollten. Und wir haben so eine Bonusaufgabe abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen definitiv noch ein paar Materialien. So, erst wollte ich zu Hellrot. Oder Orange. Ist das Orange? Das ist Orange, glaube ich. Meines ist der orangene Marker. Hier in der Nähe sollte eigentlich auch irgendwo diese Odysseus-Herausforderung sein. Ach, da vorne. Na, wobei die Ziele da unten schon anfangen. Na, vielleicht laufen wir einfach mal die Strecke ab. Und gucken uns das Ganze schon mal an, damit wir wissen, wo wir gleich mit dem Pfeil überhaupt langfliegen müssen. Okay, Moment. Oh, das ist neu. Okay, also man muss die Ziele erstmal aus diesen Kristallen befreien. Ja, dann sollten wir die Strecke auf jeden Fall einmal komplett ablaufen. Ach, da vorne beginnt die Challenge schon. Okay, ich sehe die Druckplattform. Moment, dann gehen wir nochmal kurz in die andere Richtung. Ja, es kann natürlich sein, dass am Ende der Strecke auch noch irgendwo Ziele blockiert sind. Deswegen schauen wir am besten direkt mal nach. Okay, da lang, da lang, da lang. Ah nee, da vorne hört es schon auf. Oh, das ist aber eine kurze Strecke. Da hatten wir aber schon schlimmere Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gab es schon unangenehmere Herausforderungen dieser Art. Okay. Ja, also die Strecke ist frei, von daher ballern wir einfach mal. Oh, ist das trocken. Habe ich hier meine Blitzparty gemacht und es dann vergessen? Vielleicht hat Hephaistos die Erde verbrannt, wie einst, als er Achillos davor bewahrte, von Skamandros ertränkt zu werden.
Es ist so straight hier, ich muss gar nicht großartig steuern. Ah, wobei hier... Nee, Quatsch. So richtig schwieriger wird es jetzt ehrlicherweise nicht. Offensichtlich. Sehr schön! Joa, 4 Münzen. Hey, aber noch eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, also es lohnt sich langsam aber sicher wirklich schon zurück zur Halle der Götter zu gehen. Vielleicht holen wir noch die Truhen hier. Also diese Truhe, diese hier und diese. Und danach gehen wir zur Halle zurück. Genau. Fangen wir mal mit der an. Eine neue Waffe, es könnte alles sein. Das Gute ist, ich sehe schon, ich muss nur kämpfen. Das ist ja vergleichsweise einfach. Hauptsache, ich muss nicht wieder so ein blödes Rätsel lösen wie neulich. Mit diesen Unterwasserstatuen. Das war schon echt dämlich. Naja. Okay, also gesehen haben sie mich. Vielleicht hätte ich lieber den Explosionsangriff... Ey! Vielleicht hätte ich lieber den Explosionsangriff gemacht. Hauptsache, der wirft mich auch ab, richtig frisch. Ach, das sind 2 von diesen Fetten, okay. Ey! Ach so. Wird parallel hier noch von oben angegriffen. Ach, dann gehen wir jetzt einfach runter und gut ist. Ich nehme jetzt ausnahmsweise auch mal einen Trank. Weil ich meine, es sind jetzt 2 von diesen Viechern und die sind halt schon echt strong. Ihr seht schon, die können mich so ein bisschen shamen. Ach, jetzt kommen die ganzen Viecher von oben noch. Okay, war es das? Nee, da oben ist noch einer. Ach, ich bin weiterhin kein großer Fan von diesen Massenkämpfen. Mensch. Die sind echt nervig. Oder habe ich jetzt hier 2 Gruppen miteinander kombiniert? Ich glaube ja, ne? Okay, hier oben ist nämlich noch eine Challenge. Ich mache euch perfekt. Ihr werdet leiden, aber es wird sich lohnen. Wobei, das ist ganz in Ordnung. Dann machen wir die Challenge da oben direkt mit, wenn wir hier unten fertig sind. Beziehungsweise, wir sind schon fertig. Und wir kriegen eine neue Waffe. Oder einen neuen Skin. Schauen wir mal. Ja, okay. Ein Skin. Glimm. Sah jetzt in der Vorschau ganz in Ordnung aus. Wieder so ein Neon-Design. Eine Axt in der Farbgebung haben wir ja schon. Aber ich bleibe jetzt mal bei der grünen Waffe. Ach so, apropos grün, Moment. Wir könnten eigentlich Phosphi dieses Design hier geben. Ist ja auch so ein bisschen, ja, so ein Gift-Design, ne? Finde ich, passt eigentlich ganz gut. Ach Gottchen, jetzt ist da wieder so ein Fedder. Wobei, Moment, ist das ein roter? Die haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Die sind ja total schwach eigentlich auf der Brust. Tatsächlich. Hä?
Ich hatte jetzt ehrlicherweise mit so einer lilanen Variante gerechnet. Ja, nochmal Schwein gehabt. Wo war denn jetzt die Challenge? Oh nein! War das hier oben? Oh Gott! Wo bin ich denn vorhin langgegangen? Nee, hier war das nicht, ne? Witzigerweise ist hier auch eine Challenge, aber... Nein, wo war das denn gerade? Ich war doch gerade bei so einer anderen Challenge. Boah, Leute, ich habe richtig harte Orientierungsprobleme gerade. So, also hier unten war die Truhe und dann bin ich doch irgendwo... nach oben gelatscht oder war das hier an der Seite? Ach, da war das, genau. Ja, hier in dem Gebiet sieht aber auch einfach alles gleich aus. Das ist schwierig. Oder war das hier? Oh nein, ich habe mich wirklich komplett verirrt. Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte doch vorhin irgendwas unlocked. Oh nein. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Also wir sind da runtergelaufen. So, ach, da vorne. Nice. Jetzt habe ich die Stelle. Hier wollte ich hin. Ah. Komplett lost im... im griechischen Reich, ja? Ach so, hier muss ich nur ein paar Ziele abfeuern, okay. Ach, oder schalten wir hier nur das Gewölbe frei? Kann das sein? Ist da ein Gewölbe hinter? Ah, nee! Da war eine Schatztruhe. Dachte gerade, das hing mit dem, oder hängt mit dem Gewölbe zusammen, weil das auch in der Richtung liegt, aber es ist noch 100 Meter weiter entfernt. Oh, sehr schön. Hauptsache richtig fett Materialien. Ach so, eine kleine Truhe nur. Okay. Sehr schön. Dann geht's zum nächsten Marker. Wo wollten wir denn weitermachen? Wir wollten genau hier hin. Oder hierhin ist eigentlich egal. Wir können auch erst zu Lila gehen. Hauptsache, ich kriege irgendwann mal wirklich eine neue Rüstung. Ich meine, das mit den Rüstungsskins ist schon ganz nice, aber... ich hätte gerne irgendeine Rüstung mit einem richtig schönen neuen OP-Effekt. Tötet alle Gegner instant. Irgendwie sowas. Das wäre schön. Oh, 100.000 Challenges hier. Holy moly. Keine Zukunftsängste mehr. Keine Frage nach dem Wann. Ich bin hier für euch. Ach, jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Ja, wir müssen definitiv mal in diese Geisterzone, beziehungsweise in dieses Geistergewölbe. Damit er uns nicht mehr die ganze Zeit angreift. Weil den haben wir schon echt sehr, sehr oft getroffen. Und, na, so langsam nervt es ein bisschen. Wo war das Gewölbe denn? Moment. Das können wir direkt beim nächsten Mal vielleicht angehen. Da vorne. Geisterversteck. Das machen wir auf jeden Fall am Anfang des nächsten Parts. Eigentlich wollte ich jetzt zu dem Zielpunkt gehen, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit von dem angegriffen werde... Warum bekämpfst du das Gute in dieser Welt? Wir sollten sie zusammen ins Gleichgewicht bringen. Dann ist das ja total nervig. Uno momento. Hier war irgendwo so ein Vetter. Hier war doch nur so ein großer gerade, oder nicht? Na, egal. Ah!
Hauptsache, ich kann mich immer wieder unsichtbar machen. Okay, jetzt haben sie mich endgültig gesehen. Aber das war's schon. Nice. Ich hab voll viel geskippt. Sehr schön. Endlich noch mehr Materialien. Ja. Das heißt, ein kleines Rätsel haben wir hier noch vor uns. Was müssen wir denn hier machen? Wahrscheinlich oben auf das Gebäude drauf und dann irgendeinen Schalter aktivieren oder ähnliches. Kann das sein? Ja, da oben, okay. Ja, wobei, was hat der Schalter denn jetzt gemacht? Es ist ja meistens die Frage, ne? Was machen die Schalter überhaupt? Vielleicht gibt es weiter oben noch einen Schalter. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Also, dass man zwei Schalter parallel aktivieren muss. Genau, okay. Ja, oder noch mehr? Ach, drei Stück, okay. Ja, wobei, dann stelle ich meinen Klon hier oben hin. Ich habe übrigens noch einen witzigen Trick erfahren. Und zwar kann man sein Reittier auch als Gewicht benutzen. Das habe ich mal irgendwo bei Reddit gelesen. Geht aber, glaube ich, nur auf dem Boden. Also wenn der Schalter jetzt auf dem Boden stehen würde, also ganz unten auf der untersten Ebene, dann könnte ich jetzt einfach mein Pferd da drauf wenden. Ja, jetzt brauchen wir irgendwoher Gewichte. Achso, da ist noch ein Stein. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt da drauf liegen bleibt. Oh, das war aber nicht schlecht gezielt. Beziehungsweise, Moment, ich zerschlag den in kleine Teile. Genau, dann haben wir nämlich einen da schon liegen. Und dann nehme ich jetzt noch so einen kleinen Stein für das zweite Gewicht. Und runtergeworfen. Ja, das wird jetzt natürlich unangenehm. Oh, oder kann ich den von oben hochziehen? Ah, sehr schön. Ja, ist ja noch einfacher. Nice! Ja, das war doch ganz vernünftig gelöst, würde ich sagen, oder? Nicht schlecht. Und wir bekommen eine weitere Belohnung in Form von der gefiederten Brustplatte des Geiers, diesmal in einem Rotton, finde ich sogar schick, muss ich sagen. Vielleicht die hübscheste Farbvariante dieser Rüstung. Nur leider haben wir mal wieder nichts Passendes für den Kopf, wie es des Öfteren mal ist. Jo, und in die Richtung liegt die letzte Schatztruhe. Wie schon gesagt, also die holen wir noch, dann gehen wir in die Halle der Götter zurück, geben unsere Aufgaben ab, leveln. Mit dem nächsten Part kümmern wir uns dann um dieses Geisterversteck, beziehungsweise dieses Geistergewölbe. So. Okay, anscheinend muss ich hier neben dem Kämpfen noch ein Rätsel lösen. Oh, das wäre so schön, wenn ich hier drei Leute gleichzeitig treffen würde. Vier sogar. Ah, schade, ich darf mich nicht mehr unsichtbar machen. Wo sind die denn? Ach, da unten ist noch einer. Okay, sehr schön. Ja,
wobei ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass die Kämpfe ein bisschen schwieriger geworden sind. Weil vorher waren die ja schon des Öfteren mal, ja, so ein Ticken zu leicht. So. Kann ich das Ding nicht ziehen? Nee, kann ich nicht. Was müssen wir denn jetzt hier überhaupt machen? Also... Den Schalter natürlich aktivieren, logischerweise, aber... Da vorne ist noch was? Ach, okay, mit der Kiste kann man hier vielleicht durch die... Nee. Durch die Laser? Ach, der geht mir so auf den Zwirn manchmal mit dem Hochklettern. Das ist so nervig! Ich weiß, ich habe das schon so oft gesagt, aber das ist wirklich nervig. Wenn man irgendwie eine Wand berührt, fängt er direkt an zu klettern. Also ich könnte jetzt theoretisch auch so da durchlaufen, aber mir fehlt dann da unten ein Gewicht. Das heißt, ich müsste irgendwie die Kiste eigentlich dahin kriegen. Oh. Also mein Phosphor-Klon ist ja leider nur ein Federgewicht und kein vollständiges. Schweres. Seht ihr? Das meine ich zum Beispiel. Der hängt einfach irgendwo dran, plötzlich. Der Hanswurst. Was ist denn da vorne? Okay, hier sind drei Gewichte auf jeden Fall. Oh, eins brauche ich aber, ja, um zu starten quasi. Ich brauche sehr, sehr viele schwere Gewichte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sachen da vorne, also diese komischen Grisselsteine, dass das schwere Gewichte auch sind. Ah, okay. Ja, toll, aber was bringt mir das denn? Ha. Ach so, ah, Moment, da könnte ich was reinziehen natürlich. Genau, so soll man das wahrscheinlich machen. Aber wie schon gesagt, also ich brauche jetzt erstmal irgendwie ein Initialgewicht. Das meinte ich übrigens gerade mit Grisselsteine. Also ich denke mal, die sind wahrscheinlich... Das könnte auch Erz sein. Und ich denke mal, das wiegt halt mehr. Das ist der einzige Schalter, den ich jetzt einfach so erwischen kann. Tja... Dann holen wir jetzt einfach den Stein von da vorne. Dann geht der Part jetzt heute einfach mal ein bisschen länger. Ah, ich hoffe, dass ich den da hochgeworfen kriege. Ah, wobei, nee, Moment, den lege ich unten hin und dann ziehe ich den hoch. Ist auch eigentlich viel intelligenter so. Hätte ich vielleicht das ein oder andere Mal bei anderen Rätseln auch machen sollen. Also sofern ich den Stein hochziehen kann. Kann auch sein, dass der zu schwer ist. Das weiß ich gerade nicht. Ah, doch geht. Okay. So, damit haben wir die Hälfte. Und schon ist es vollständig. So, jetzt können wir das Zeug hier rausholen. Dann schauen wir auch gleich mal, wie schwer die Dinger sind. Wie schon gesagt, ich gehe davon aus, dass sie schwerer sind als normale Gewichte. Das können wir zum Beispiel einfach mal hier testen. Ah nee, die wiegen sogar weniger. Das ist ja ärgerlich, okay. Ja, dann brauche ich noch einen kleinen Stein. Ich meine, ich kann den da oben natürlich ein bisschen aufteilen, denn... Ja, oder ich kann den auch ganz lassen. Denn den brauche ich definitiv nicht mehr. Vielleicht lasse ich den sogar ganz. Ja, ich glaube, ich lasse den ganz. Ja.
So. Ach, jetzt ist er kaputt gegangen, na super. Ach, der geht bei dem Laser kaputt. Ah! Ach, deswegen soll man die Dinger hier nehmen. Ah, jetzt verstehe ich das. Weil die von den Lasern nicht zerstört werden. Okay. Ja, das Problem ist jetzt, genau die anzuvisieren, ist natürlich jetzt nicht so witzig. Oh, nimm doch den dahinter. Oh nein, das ist so blöd, ey. Leute, schaut mal, ich kann den nicht anvisieren, den Stein dahinter. Oh, ist das nervig. Ach, so eine blöde Geschichte. Wie soll ich den denn anvisieren, den anderen? Den vor. Den hier vorne muss ich auch genau so liegen, dass er wirklich da drauf liegen bleibt. Ja, jetzt muss ich ein bisschen rumexperimentieren. Muss ich halt genau im richtigen Winkel stehen. Ah, jetzt! Unglaublich. Was? Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt aber. Alter Schwede, so eine blöde Geschichte. So. Das war Schalter Nummer 1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir den hier noch aktivieren. Und dann haben wir die Schatztruhe aber auch. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich die Brocken wieder. Ach, okay. Jetzt sind die Laser hier komplett deaktiviert. Na, dann ist es ja easy. Aber wisst ihr was? Aber dann bescheiße ich auch ein bisschen. Also dann werde ich jetzt die Brocken einfach da oben reinkegeln und werde dann reinspringen. Also ich werde Schaden nehmen. Oh nein, da drüber geworfen. Ich werde Schaden nehmen und meinen Phosphorklon da reinstellen, damit es einfach, ja, sich jetzt vielleicht nicht nochmal so unendlich lange zieht. So, das sollte reichen, glaube ich, auch. Jetzt überlebe ich, ne? Ja, knapp. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bleibt doch liegen. Unglaublich. Ja, ein bisschen nerviger tatsächlich das Rätsel. Also vorne mit den Steinen, das fand ich jetzt schon nicht so geil. Ach, das geht noch weiter. Ach, Moment, oder muss ich diese Dinger jetzt da reinpacken? Kann das sein? Wie sie auch einfach ein bisschen übertreiben manchmal mit den Rätseln. Also das rate ich jetzt natürlich. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich da reinlegen muss. Ach, geh weg. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Oder muss man das vielleicht anzünden? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir legen jetzt erstmal diese drei Dinger da rein und dann zünden wir das an. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Also vielleicht muss man da einfach wirklich nur für Feuer sorgen. Okay, also das war's nicht. Ah, okay, das war's. Oh Mann. Also jetzt aber eine fette Belohnung, bitte. Weil das war schon echt wirklich unangenehm. Ach, eine neue Optik.
Ach man, ich will mal wieder eine neue Rüstung haben. Das ist voll blöd. Oh, wenigstens im Blauton. Ich meine, die passende Rüstung haben wir ja schon. Trotzdem, also ich finde gerade für das Rätsel, das war ja schon recht tricky. Ich finde, da hätte man durchaus ein bisschen mehr springen lassen können. Naja. So, also jetzt geben wir noch Aufgaben ab. Dann haben wir auch genug Materialien, um unsere Fähigkeiten noch ein bisschen zu verbessern. Wie schon gesagt, totaler Premium plus plus extra lang Part. Eure Welt hat meine Perfektion. So. Okay, das gibt richtig viel. Typhon redet im Hintergrund weiter. Besiege Stellvertreter, finde und öffne normale Truhen. Oh, wir können richtig viel abschließen. Alter Schwede. Was? Schließe mythische Lyra-Herausforderungen ab. Boah, wir kriegen richtig viel Stuff, glaube ich. Friedenstifter-Schwert? Gehärtetes Schwert des Achilleus? Ja. Neuer Bogen? Ja, und Materialien ohne Ende. Wir können uns die Skins ja einfach mal reinziehen. Schwert des Siegers, ist das auch neu? Ich glaube ja, ne? Aber wir nehmen trotzdem mal das hier. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, oder Meister? Nehmen wir die Meistersachen? Wir können auch die Meistersachen nehmen. Beziehungsweise dieses Siegerset. Ich glaube, wir haben auch allgemeine neue Waffe noch gekriegt. Schwert des ruhmreichen Siegers, tatsächlich. Plus 13% Schaden durch Schwertkombos bei voller Ausdauer. Ja, aber volle Ausdauer hat man eigentlich nie. Was ist der Effekt von dem Ding? Plus 12 Schaden. Plus 12% Schaden durch Bogenschüsse bei voller Ausdauer, ne. Also gut, ich habe sie jetzt beide als Skin ausgerüstet. Voila. Aber die Waffen selbst nehme ich jetzt trotzdem nicht. Okay, ansonsten haben wir aber auch nichts Neues. Gut, dann würde ich sagen, rüsten wir unseren Kram noch ein bisschen auf. Bisschen mehr Def hätte ich auch ganz gerne. Mehr Tränke. Ein Pfeil. Oh, die Tränke können wir sogar nochmal aufrüsten. Mehr HP können wir uns auch noch besorgen. Also langsam werden wir halt auch recht stark. Ich meine, die Gegner werden immer stärker, aber wir eben auch. Ich glaube, genug Blitzer haben wir nicht zum Leveln. Genau, da fehlt uns noch einer. Aber Münzis haben wir noch. Ja, da könnte ich jetzt eigentlich alles kaufen. Immer diese Zugkraft. Und vielleicht diese Axt-Kombo. Genau. Sehr schön. Ja, dann sind wir ja deutlich stärker als zuvor. Und ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall gewappnet für den nächsten Kampf. Achso, die Tränke füllen wir auch noch fix auf. Theoretisch kann ich jetzt 14 tragen, aber praktisch habe ich leider nicht genug Materialien. Ja, und beim nächsten Mal stellen wir uns dann tatsächlich Odysseus in diesem Geister-Dungeon hier vorne. Also da im Geisterversteck. Ja, damit er uns nicht mehr auf den Keks geht. Wie schon gesagt, also ich glaube, er kommt danach nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben diese Random Encounter unterbindet. Weil hier im Tal des ewigen Frühlings hatten wir solche Random Encounter eigentlich kaum. Da bin ich aber auch direkt zu dieser Höhle hingegangen. Also würde ja passen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.